Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei TV Turing Würzburg. Und diesmal beginnen wir mit einem runden Geburtstag. Die Landtagspräsidentin Barbara Stamm wird 70. Ein Festakt vor der Sitzung mit vielen, vielen Gratulanten aus allen Fraktionen. Auch wir sagen herzlichen Glückwunsch. Unser erstes Thema befasst sich mit einem Projekt der CSU-Fraktion. Der Titel lautet »Den Menschen die Heimat erhalten«. Dabei sollen Immobilien und Wohnungen im Ortskern besonders vom Freistaat gefördert werden. Das ist eine Herausforderung, das bleibt eine Herausforderung. Und es bleibt natürlich auch eine Herausforderung, weil wir nicht weiter in die Fläche gehen wollen, sondern die Bereiche, die überbauten Bereiche, die wir haben von der Erschließung her, die wir auch erhalten müssen, die uns Kosten in den Kommunen verursachen, also die immer wieder natürlich zu revitalisieren. Ortskerne erhalten, ich denke, da muss man handeln. Und wenn ich mir aber die Wohnsituation und die Modernisierungen anschaue, dann stelle ich fest, dass die Fördermittel im neuen Doppelhaushalt um 40 Millionen von der CSU gekürzt werden. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und Heimat erhalten, das gilt für alle Menschen in Bayern, das ist ein Auftrag der Verfassung. Und deshalb wünsche ich mir da nicht nur, dass wir immer eine gute Überschrift haben, sondern dass wir auch im Handeln eigentlich diese Überschrift wiedererkennen. Und das kann ich im Augenblick bei Förderzielen, gerade was den bezahlbaren Wohnraum angeht, nicht erkennen. Ein weiteres Diskussionsthema im Plenum ist Fracking. Diese Art der Energiegewinnung stammt aus den USA. Der Freistaat hat zwar schon eine Absage erteilt wegen des unkontrollierten Einsatzes von Chemie im Boden, Testversuche wurden dennoch genehmigt. Die Opposition drängt auf ein generelles Fracking-Verbot. Also auch was Fracking betrifft, haben wir ja eine klare Haltung. Wir wollen das nicht. Und ich denke, es wäre auch ein falsches Zeichen. Wir müssen die Energieversorgung auf anderem Wege schaffen. Und sollten jetzt nicht meinen, jetzt haben wir nochmal für lange Zeit potenzielles Gasvorkommen. Hier geht es um Fracking unter Einsatz von Chemikalien. Das hat unabsehbare Konsequenzen für das Wasser. Und das ist nicht zu verantworten, vor allen Dingen, weil die wissenschaftlichen Grundlagen dafür doch eher dürftig sind. Und das war's schon wieder von Plenum TV hier bei TV Turing Würzburg. Liebe Zuschauer, aktuelle Themen aus dem Bayerischen Landtag gibt's dann wieder in der kommenden Woche für Sie. Servus, bis dahin.